Mehr als 230.000 Tiere, zehntausende Ställe und tausende Reiter und Reiterinnen. Hier im Pferdeland Niedersachsen gibt es einiges zu entdecken. Von alten Traditionen bis hin zu völlig neuen Möglichkeiten. Doch alle verbindet hier eines: die Faszination für das Pferd. Nathalie Heidmeier versucht ganz genau hinzuschauen. Dass das junge Hengstfohlen niedlich ist, keine Frage. Aber wie gut kann sich der kleine Jardinero schon bewegen? Beim Fohlen ist es manchmal schwierig, schon was zu erkennen. Deswegen schaut man sich am besten klar im Galopp das Hinterbein an. Wie ist der Durchsprung schon? Im Trab natürlich auch da die Hinterhand, wie Fuß ist ab? Und was man jetzt auch besser schon erkennen kann, wie das Vorderbein ist, ob das gerade ist, ob das Fohlen schon relativ weit mit der Vorderhand außer Schulter heraustritt, ob es mehr anwinkelt. Ja, das sind so kleine Aspekte, wo man gerade bei Dressurfohlen viel Wert drauf legt. Sein älterer Halbbruder von der gleichen Hannoveraner Mutter hat sich als talentierter Hengstnachwuchs herausgestellt und wird aktuell ausgebildet. Das war natürlich aus unserer Sicht natürlich ein schöner Kracher, der da geboren ist. Hoffen wir mal, dass aus ihm auch was wird. Bewegungskracher hin oder her. Der Fokus liegt in dieser Zucht auch auf einem guten Charakter und zutraulichen Fohlen. Das ist jetzt so typisch Baby und gerade Hengste, dass sie anfangen, irgendwann ihre orale Phase sozusagen zu bekommen, an alles anknabbern, reinbeißen, spielen. Das sind ja letztendlich auch Lebewesen und nicht einfach nur ein Tennisschläger oder Fußball. Für den späteren Verkauf nimmt Nathalie möglichst oft gute Videos und Fotos auf, die die Entwicklung des Fohlens dokumentieren. Sie ist bereits die vierte Generation, die sich mit der Zucht auf dem Gestüt Hagewede beschäftigt. Und meist nicht weit Generation 3, Papa Volker. Auch er ist neugierig über die Entwicklung der Fohlen. Vater und Tochter schauen gemeinsam bei den sogenannten Jungpferden nach dem Rechten. Mit rund 6 Monaten werden die Fohlen von den Müttern getrennt. Wir machen meistens so Anfang Oktober, dass wir dann die Fohlen absetzen. Dann haben die ungefähr das gleiche richtige Alter. Und dann kommen die alle zusammen in eine Gruppe. Dass die sich aber schon mal aneinander gewöhnen. Die rufen die ersten 2, 3 Tage nach der Mutter, aber ist nicht weiter schlimm. Das ist eigentlich schnell wieder vorbei, weil die ja eben halt mit den Freunden zusammen sind, die sie auch schon auf der Weide kennen. Nicht alle jungen Pferde hier sind ihre eigenen. Auch von außerhalb bringen Pferdebesitzer ihre Lieblinge für die Aufzucht zu den Heidmeiers. Denn sie haben viele Hektar Platz und Erfahrung. Aber nach einem Jahr sehen die meisten Teenager eher nicht so hübsch aus. Ja, bei manchen Jährlingen sieht man halt auch schon, die müssen erstmal in den Körper reinwachsen. Das heißt, man stellt sie auf die Wiese und guckt sie sich am besten gar nicht mal an. Man sagt immer so 3, 3, 3, also 3 Tage, 3 Wochen, 3 Monate. Und am besten dann auch erst wieder dreijährig. Weil ja, jetzt sieht man bei manchen auch schon, der Hals ist noch total dünn, die haben einen dicken Grasbauch. Vielleicht die Kruppe ist total hoch und vorne sind sie noch total klein geblieben. Also die wachsen nach und nach in den Körper rein. Volkers Großvater nutzte die Pferde noch für die Landwirtschaft. Maschinen ersetzten die Tiere, doch sie blieben den Pferden treu. Die kleine Zucht ist ein Hobby und ein Nebenerwerb. Damit das läuft, ist die richtige Vermarktung wichtig. Da gibt es halt unterschiedliche Wege. Vieles ist gerade hier auf dem Dorf vielleicht und durch Bekanntenkreis auch Mundpropaganda. Wir nutzen natürlich aber auch andere Social-Media-Plattformen oder Online-Plattformen für Verkaufspferde. Da platzieren wir dann auch ein paar Anzeigen mit den Informationen vom Pferd, von Alter, Stockmaß bis hin zum Mutterstamm oder Vaterlinie quasi, die Erfolge. Wichtig ist ja auch irgendwie, welche Käufer möchte ich damit erreichen, welche potenziellen Käufer. Ist es jetzt Lieschen Müller als Freizeitreiterin und möchte einfach ein entspanntes Freizeitpferd haben? Oder ist es doch jemand, der ein Pferd für einen hohen Sport sucht? Ob Hannoveraner oder Oldenburger, darüber entscheidet die Zugehörigkeit zum Zuchtverband. Das Gestüt der Heidmeiers ist aufgrund der Lage in mehreren Verbänden Mitglied und kann entscheiden, wo die einzelnen Fohlen eingetragen werden sollen. Nur weil etwa die Mutter Hannoveraner ist, muss es das Fohlen nicht werden. Von Hagewede aus geht es in die große, weite Welt. Amerika haben wir jetzt vor 6 Wochen einen verkauft. Das läuft über einen Agenten. Einen haben wir eigentlich fast jedes Jahr über den Hannoveraner Verband. Immer eigentlich aus der gleichen Mutter, aber eben halt die Nachzucht geht dann über den Hannoveraner Verband. Wo die dann hingehen, weißt du nicht, wer dann auf dem anderen Ende sitzt und bietet. Also dieses Jahr ist es nach Usbekistan gegangen. Die nächste Reise geht jetzt aber erstmal auf die weitläufigen Koppeln. Der Fohlenkindergarten braucht viel Platz zum Spielen. Dieses Jahr haben die Heidmeiers nur 4 selbstgezogene Fohlen. Ein kleiner Jahrgang, aber auch für Stallmitarbeiterin Saskia nicht weniger aufregend. Also es ist auf jeden Fall
jedes Mal auf was Neues. Die Fohlen sind jedes Mal vom Charakter anders. Die Geburten, ja, sind halt auch jedes Mal spannend. Man weiß ja nie, was kommt da jetzt raus. Ist es gesund? Ist es kunterbunt? Ist es schlicht? Es ist halt jedes Jahr so eine Überraschungsbox, sage ich mal, wo man drauf wartet. Und doch, es macht schon Spaß. Wir hatten mal ein Jahr, das war ganz witzig, da hatten wir 19 Fohlen. Das war schon echt heftig. Da sind an einem Tag auch 5 Fohlen, glaube ich, geboren, von morgens bis abends auf dem Paddock auf der Wiese. Aber das ist, also sprengt hier hobbymäßig einfach irgendwann den Rahmen und wir möchten den Pferden und den Fohlen ja auch gerecht werden, gerade in der Aufzucht. Manchmal darf ein Fohlen auch ganz auf dem Gestüt bleiben, so wie dieses Pferd. Mit Stute Orlando, genannt Olga, geht Natalie auch selbst auf Turniere. Da ist Papa doppelt stolz auf den Nachwuchs. Aktuell ist Olga für die Familie unverkäuflich. Für alle anderen Fohlen wollen sie gute Käufer finden und vor allem ein schönes Zuhause. Noch mehr Videos aus Niedersachsen und Bremen findet ihr hier auf unserem RTL Nord YouTube-Kanal. Am besten direkt abonnieren.